So Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy Tactics Advance. Oh yeah, im letzten Part haben wir das Feuersiegel gebrochen, wie auch immer, die Mission haben wir halt dazu gelöst. Gucken wir, ob wir neue Gerüchte haben. Ich glaube, das habe ich auch schon nachgeguckt, aber nein, wir haben wir definitiv nicht. So, wir haben auf jeden Fall jede Menge neue Missionen, von denen wir so manche sogar machen können, wie mir scheint. Komm raus, Spielkind, Sprobtreff. Waren da nicht einige, die wir machen können? Ich glaube schon. Na, guck mal hier, Kampftrophäe. Aber da brauchen wir einen Kämpfer. Haben wir einen? Ja, ich habe einen, aber den kann ich natürlich nicht nehmen, weil das ist March, 100 Auge. Den hätten wir auch noch nehmen können, oder? Schlangenschild. Oh, sieht interessant aus. Außer der Mission, ja, bitteschön. Einmal Ors... Nee, oh, oh. Lukas, dann kommst du eben los. Yep, badabadam. Das macht 1080 Gil. Großflucht. Oh yeah. Runbas Weise, die hatten wir doch sogar, oder? Nein, haben wir nicht, aber ich weiß, dass hier irgendwo eine Mission war, wo wir die kriegen können. Auch nicht, ja, haben wir schon. Ich dachte, wir könnten jetzt wieder mehr Missionen machen, aber scheinbar wirkte das nur vom Weitem so, denn uns fehlt ja wieder mal der ganze Scheiß, den wir immer noch nicht haben. Würdiges Auge. Déjà-vu-mäßig, haben wir nicht alles schon gemacht? Habe ich auf den richtigen Safe geladen. Das wäre natürlich jetzt das Nonplus der Super-GAU, sag ich mal. Der Nonplus Ultra, nee, das wäre es eben nicht, das wäre der Super-GAU, genau. Sprobtreff, Kämpfer, jo, habe ich leider nicht. Also irgendwie, ja, konnten wir jetzt genau eine neue Mission machen. Wahrscheinlich habe ich den Monat irgendwie gewechselt und dadurch fehlt jetzt alles. Kämpfer, ich könnte aber natürlich jemanden schnell zum Kämpfer machen. Nee, das ist jetzt definitiv die Mission, lieber. Und den Kuli-Gipfel. So, dann schicken wir noch jemanden los. Die sind alle wieder, ah, Leatherford, okay, ich wollte gerade sagen, die sind alle schon wieder viel zu faul hier. Ich glaube, ich mache mal kurz jemanden zum Kämpfer. Jemanden im Sinne von wahrscheinlich Maurice, der Einzige, der, glaube ich, jetzt spontan Kämpfer werden könnte, oder? Bam, bam, Job wechseln. Kannst du Kämpfer werden? Ja, bitteschön. Ich ziehe jetzt auch nichts extra was Neues an. Du bleibst einfach kurz ein Kämpfer. Ja, ich kann March leider, wie ich schon bereits sagte, nicht selber losschicken. Logischerweise ist es dein Hauptcharakter. Klar, dass wir den nicht losschicken können. So. Ja, einmal die Kampftrophäe, bitteschön. Und einmal aussenden. Ich hoffe, warte, schafft er das überhaupt? Nur vielleicht. Egal, wir versuchen es. We try. Bam. Immerhin kniet er nicht, das heißt, er wird es auf keinen Fall schaffen. So, und jetzt lesen wir uns mal die Missionsziele. Gebühr bezahlt, Lukas, noch 5 Gegner. Die Tochter des großen Jägers 100 Auge, Kailea, hat gerade zu jagen angefangen. Aber sie ist mies, bitte bilde sie aus. Ja, da ist Lukas natürlich als Weißmagier, beziehungsweise Weiser, genau der richtige Hust. Eine Steinlawine hat die Straße zu den Kunig-Gipfeln blockiert. Ich suche Leute, um sie zu räumen. Und ich Sprobtreff. Teilnehmer für das Kampfturnier von Sprung gesucht. Kämpfe für Ruhm, Ehre und Bares. Das machen wir doch gerne. Gut, aber ich würde schon mal fast sagen, wir können ja nichts weiteres machen, ne? Das heißt, wir müssen den großen Fund wohl annehmen. Auch nach den historischen Funden im Aladonsumpf, meine ich, sagt die Magierakademie, dass noch mehr da draußen verborgen liegen könnte. Ja, dann nehmen wir die mal an. Und dann geht's auch mit der Hauptstory schon weiter, weil den Rest können wir hier offensichtlich nicht machen. Ich schaue nochmal in den anderen Städten vorher nach, beziehungsweise, wo ist das überhaupt, wo wir hin müssen? Beziehungsweise, nein, Quatsch, guck mal, der Monat vergeht. Wow, ich wollte gerade sagen, jetzt gleichzeitig, wir haben wahrscheinlich jetzt wieder neue Missionen, wir müssen wahrscheinlich eh nach da oben. Wenn ich jetzt noch wüsste, Uladonsumpf, der große Fund, ja, das ist die Hauptquest. Da müssen wir dann auch gleich weitermachen. Muskadett, zeig uns auch mal, was du so kannst. Nein, da nicht. In den Missionen natürlich. Ah, sie ist wieder da. Okay, Leute, ich habe hier leider noch ein persönliches Problem mit denen. Letzte Nacht wurde ein Körper mit... Ja, komm. Euch kriege ich hier, Säcke. Verdammten Thornberries. Leider hier nicht wirklich was Neues für uns. Nein. Nichts, was wir hier machen können, auf jeden Fall. Okay, Leute, sorry. Da muss jetzt erstmal der Wanderer dran. Wo war das denn? Hier? Oder hier? Oder hier? Ah, guck mal, wir sind aber direkt angekommen. Der Wanderer. Nein, ich hätte nachgucken sollen, was verboten ist. Wieso vergesse ich das immer? Oh, bitte nicht wieder Schaden an Tieren, dann raste ich aus. Oh, danke schön. Hast Seele und Ziel auf alle. Was denn Ziel auf alle? Sowas wie Dingens hier. Illusion, Trugbildmagie, Schlamm. Achso, ja. Okay. Dankeschön. Meine Phrasen. Das ist ein sehr gutes Team übrigens hier. Muss ich mal eben nebenbei anmerken, weil die ziemlich krassen Schaden machen an Monstern. So. Hast, Seele und Ziel auf alle. Gar kein Problem. Müssen wir uns nur mit der Hast
Schau dir den Gang an. Warte, du bist der Killer. Ach ja, stimmt, diese wunderbare Feststellung hatten wir ja schon mal. Hey, du gehst komisch. Ich glaube, dass du ein Mörder bist. Dumm-di-dumm. Okay, ihr Fiesen. Level 20. Kann es sein, dass die ein bisschen angestiegen sind, so vom Level? Ich glaube in der Tat, dass dem so ist, aber naja. Mir ist das jetzt relativ egal, denn sie werden jetzt keine Chance haben mit ohne dieses dämliche Gesetz. Verdammt. Ach ja, eines Tages lerne ich auch nochmal, so am Ende des Spiels, dass wir vielleicht vorher nachgucken sollten, was wir so tun. Hey, na? Und bäm, das ist Damage, den ich sehen will. Und guck mal, oh, kein Richter, der mich dafür bestraft. Das ist ja schön zu sehen. Und die können doch nicht wirklich weit laufen, das heißt, der hier ist wahrscheinlich gleich schon down. Und tschüss. Bäm. Ach Leute, fantastisch. Es hätte so einfach gehen können. Ich mag Tonnenbriefs übrigens immer noch genauso gerne wie vorher. Da konnten die armen Tonnenbriefs ja nichts für. Da konnte nur die Richter konnten was dafür und ich. Egal. Einer ist auf jeden Fall jetzt schon mal kaputt. Das ging relativ fix, möchte man meinen. Krakera, was möchtest du denn? Du kommst eh nicht dran. Die Bam Bam. Hi Dean, möchtest du vielleicht auch mal zeigen, was du so kannst? Der kommt da zwar an mich dran, aber das ist mir egal. Ich werde ihn vergiften. Mit einer 10% Chance. Hurra. Kann ich doch gleich versuchen, ihn zu kontrollieren. Das klappt wahrscheinlich genauso wenig, aber ich versuche es trotzdem mal. Tonberry. Übernehmen. 10%. Ach ja. Déjà-vu, Leute. Déjà-vu. Und selbstverständlich klappt es nicht. Da muss ich einen Schluck Tee trinken. So, einmal mit dir nach hier oben. Und dann darfst du jetzt fröhlich entscheiden, wen du damit Ausweiter angreifst. Nimm mal ihn. Einfach so. Weil ich denke mal, die anderen drei da unten werden mit dem Chef da schon in Ruhe fertig werden. Und Bellini könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen, da Dean selber ja nicht wirklich viel in der Offensive zu bieten hat aktuell. Badabam-bam-bidam, badabam-bam-budam. Wir greifen frontal an. Wird wahrscheinlich dann nicht treffen. Ah, reicht doch nicht aus. Na, ist ja egal. Bäm! 60 Schaden nochmal. Guck mal, der ist auch schon fast kaputt. Und ist jetzt sogar an der Reihe. Sein erster Zug und er ist schon fast kaputt. Egal, was du jetzt machst. Es ist mir egal. Oh, verdammt. Nein, das ist mir nicht ganz egal, aber trotzdem. Es ist wirklich zu verkraften. Tschüss, Sikorsky. Ich habe früher immer ganz krampfhaft versucht, meinen Blaumagier Messer beizubringen, diese Fähigkeit von ihm. Aber leider ist das keine der Fähigkeiten, die ein Blaumagier lernen kann. Sehr, sehr schade. Wäre auch ein bisschen zu heftig gewesen, glaube ich. Naja, aber ich habe nicht aufgegeben, weil damals gab es sowas wie Internet noch nicht jedenfalls. Also gab es schon, aber nicht in unserem Haushalt damals. Und da musste man sowas eben durch vieles probieren, einfach selber herausfinden. Wobei ich glaube, der Blaumagier sowieso alles direkt beim ersten Mal erlernt. Insofern hätte ich mich schon, hätte es mir schon stutzig vorkommen müssen, dass er es nicht beim ersten Mal einfach gelernt hat. Aber naja, ist ja egal. Ich dachte damals, es lernt er vielleicht nicht immer sofort und ja. Ende vom Lied war, dass wir jetzt diesen Tonnenbrief fast schon gekillt haben. Didelibibam. Dean ist an der Reihe. Kannst du ihn hier vielleicht einfach niederknüppeln? So ganz normal, macht bestimmt nicht viel Schaden. Oh, guck mal, reicht vielleicht mit einem Critical? Oh, schade. 18 Erfahrungspunkte erhalten. Und der ist nochmal vorher dran. Ach ja, mach was du willst. Es ist mir egal, selbst wenn du deine komische... Ach, du machst sogar nur die Attacke. Das ist ja noch harmloser. Ach, ihr Tonnenbriefs. 114 Damage. Ein Erfahrungspunkt. Was möchtest du machen? Jetzt verkackst du schon wieder zu diesem Scheiß. Warum immer Karma? Das gibt ein schlechtes Karma, wenn ihr die ganze Zeit mit dem Zeug um euch wirft. Zwei Erfahrungspunkte erhalten. Also werft bitte irgendwie in eine andere Richtung. Wäre sehr großartig. Beziehungsweise nein. Geht einfach down. Beziehungsweise das werdet ihr jetzt auch, sobald meine nächsten Einheiten dran sind. Um wen kümmerst du dich? Komm, du knockst mal den Anführer aus, einfach weil du es kannst. Ich hoffe, dass du es kannst, also über diesen Baum da schießen vor allem. Schieß bitte hoch genug. Yay, guter Schuss. 20 Erfahrungspunkte gewonnen und der Killer ist down. Oder auch nicht. Verdammt, er hat noch mehr KP, als ich dachte. Naja, ist auch nicht so schlimm. Wir haben noch drei Einheiten, die vorher dran sind, bevor die wieder irgendwas machen können. Insofern ist das auch nicht so wild. Guck mal, noch 2 KP hat er, wow. Na gut. Dann locken wir ihn eben so aus. Kazam! 20 Erfahrungspunkte. Guck mal, da haben wir nochmal eine extra Portion Erfahrungspunkte abgesagt. Das war natürlich auch, ja, das geplante Ziel dahinter. Und Tschüssikowski. Und was du? Du darfst jetzt Grudge oder wie auch immer. Du darfst den auf jeden Fall hier hinten erstmal ausnocken. Und tschüss. Bam.
Das war irgendwie leicht, Leute. Woran das wohl liegt? Ich weiß es ja nicht. Verdammte Gesetze da in dem Spiel. Einen Richterpunkt und alle sind glücklich. Es ist vorbei. Und der Himmel wird schwarz. Und ich meine, und den Rest überlassen wir den Richtern. Ja, dann mach das mal. Der Richter hat doch eh keinen Bock. Mission erfüllt. Schön. Gibt es diesen Knubbel? Da haben wir den schon mal gehabt. Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Ich weiß es nicht. Der Wanderer ging zu flott. Dean hatte Gift gemeistert. Oh, dann sollten wir Dean nochmal eine neue Waffe geben, damit er noch was meistern kann. Nee, bitteschön, möchte ich nicht. Und wer auch immer du bist, verschwinde. Neumann, nein, dich brauchen wir nicht. Jum, die Einheit ging traurig davon. Ah, guck mal. Nein, Mori, du bist halt Enttäuschung gewesen. Nicht gut. Okay, dann werden wir ihn jetzt aber erstmal wieder zurückstufen. Zum Paladin. Yay. So, und geben wir ihm erstmal wieder seine Waffen. Oh Gott, was hatte der denn? Was hatte der denn an Waffen? An das Excalibur, glaube ich, oder? Dam, bam, bam, bam. Mal eben schauen, kurz im Schnelldurchkauf, ob das wirklich die stärkste Waffe ist. Eine war, glaube ich, stärker, aber die gebe ich ihm nicht, weil die anderen Werte dazu mega krass sinken. Jupp, das Excalibur. Okay. Was haben wir denn hier noch? Das. Und das. Ja, und die Laufstiefel. Gut. In Ordnung, Dean, du wolltest noch etwas Neues lernen, so abseits vom Gift. Ach, guck mal, der war tatsächlich neu. Ah, Gigagleisen ist krass und Leuchtbombe lernt er dadurch. Warte, dann gehen wir ihn erstmal, weil der noch relativ wenig hat. Warte, zum Raspeln ist in Ordnung. So, und unser lieber, wo ist er denn? Lukas. Oh, der ist leider noch AFK. Ich glaube, der könnte auch wieder was Neues vertragen, weil er gerade nichts lernt. Richtig, der hat schon alles. Bio ist übrigens extrem krass, ist wie Gift, nur dass es halt auch Schaden macht. Also im Sinne von Damage-Schaden. Nicht so diesen nachhaltigen Schaden, sondern so Schaden-Schaden. Der große Fund. Dalli-dalli-dam-bam. Ich hätte nachgucken sollen, ob es neue Missionen gibt. Oha. Das sind viele. Sind es 7 Stück? Habe ich gerade richtig gezählt oder 6? Ich weiß es doch nicht. Er ist spät dran. Bist du sicher, dass der Junge die Wahrheit gesagt hat? Seine Informationen waren sehr präzise. Ich vertraue ihm. Da kommt unser Goldesel. Ach ja, schon wieder. Wir haben auf dich gewartet, Vogelfreier. Was, gewartet? Ja, wir haben gehört, du würdest hierher kommen. Du wurdest vielleicht laufen gelassen, aber es gibt da immer noch das Kopfgeld. Ach komm. Ah, komm. Leute, warum? Seele, Ziel auf alle und Speere. Kein Problem, ist gar kein Problem. So, ich hätte gerne dich trotzdem noch dabei. Wo bist du denn jetzt? Ach, die hat gerade ein Level erreicht. Deswegen. Okay, und wen nehmen wir noch mit? Und Wagner, komm. So, Seele, Ziel auf alle und Speere. Können wir uns merken? Easy. Gut, und los geht's. Bam, besiege alle Gegner. Das tun wir doch mit liebend gerne. Mit liebend gerne. Mit wir tun es liebend gerne, das wollte ich sagen. Nusscliff, cooler Name, aber das wird dir auch nicht helfen. Oh, du kannst ganz schön weit laufen. Und sogar noch angreifen, aber das ist vielleicht... Nein, 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 klau mir nichts. Wow, okay, Diebe erstmal umbringen, die klauen mir Sachen. Nicht gut. Und jetzt ist Hans schon wieder in der Reihe. Hans, mach es nicht, was auch immer du vorhast. Okay, er greift nochmal an, aber kriegt einen Knochenbrecher ab, das ist nicht so klug. Oh, schade, er hat mich getroffen. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier im Kampf übergehen, schauen wir doch erstmal, ob die irgendwas Cooles für uns haben. Da, das Germinas, das sieht interessant aus. Das sieht interessant aus. Ich würde gerne gucken, was ihr für Fähigkeiten habt. Kann ich das irgendwie... Ich würde gerne gucken, nämlich, ob die Klaue Waffen haben. Das wäre natürlich super, aber es zeigt doch erstmal eure Rüstungssachen so. Aha, aha. Der hat sogar einen Diebesarmreif, das heißt, der hat eine höhere Chance, was zu stehlen. Nichts Besonderes haben die. Das ist aber schade. Nee. Not really, not really. Schade aber auch. Na, der letzte nochmal kontrollieren. Nö. Okay, dann eben nicht. Wir schauen nochmal, ob wir denen da trotzdem irgendwie was klauen können. Badalidam. Badalidam. So, haben wir irgendwie Fertigkeiten, die wir dir stehlen können? Hätten wir eine Erfolgschance? Hätten wir sogar. Hast du doch Klauwaffen vielleicht? Oder gilt das etwa auch für deine anderen Sachen? Ich glaube, wir versuchen uns einfach mal. Fertigkeit klauen, stehle es! Und, was haben wir geklaut? Ha, Klauwaffe! Geil, Leute! Sie hat tatsächlich Klauwaffe gehabt.
Sehr nice. Oh mein Gott. Krass. Sowas ist super. Ach, schön. Da bin ich ja richtig zufrieden jetzt gerade. Und dann können wir den hier einfach Schaden machen. Bam. Und jetzt sollten wir die Diebe möglichst schnell ausnocken, damit sie, wie gesagt, nicht auf die Idee kommen, uns irgendetwas zu klauen. Denn das haben Diebe so an sich. Sagt ihr Name ja schon irgendwie. Ne? Könnte man eventuell daran schon festmachen. Überschallknall. Treffen wir auch mal, direkt mal beide. Schön. Ach ja, ich habe das Gefühl, diese Mission wird relativ schnell vorbei sein. Bam, bam, bam. Außer natürlich, wir treffen nicht, aber das ist egal, Alter, Alter, Alter. Vom Level sind sie uns auch wieder überlegen, aber das ist ebenfalls egal. Denn wir machen einfach mehr Schaden, weil wir die cooleren Waffen haben und Fertigkeiten und alles Mögliche. Außer der macht jetzt einen krassen Luftreißer, der uns alle killt. Nom, nom, nom. So, wow, alles oder nichts, Attacke. Wieder mit Epic Slow Motion unterlegt, der PC uns gibt. Und er trifft auch noch und killt die mit einem Schlag. Oh, so viel zum Thema. Der Kampf wird nicht lange dauern. Da habe ich mich wohl ein wenig geirrt. Ein Richterpunkt. So, das ist uncool. Oscar, verschwinde. Der kommt wahrscheinlich auch noch dran. Ja, und wird jetzt wieder dick Schaden machen. Was selbst? Was für ein Ding? Selbst Rückstoß. Hat er gesagt, war das so wie hier Ruckzucki, sage ich schon. Ja, okay, mit Rückstoß. Das wollte ich gerade nochmal klären. Ist offensichtlich. Darf ich bitte auch mal wieder das machen? Dankeschön. Da-dam, ba-dam. Können wir irgendwie nochmal, konnten wir nachgucken, was der hier hat? Klauen. Nee, nur, dass er Klauen hat. Aber was genau? Was genau leider nicht. Und der hier ebenfalls. Der da hinten hat auf jeden Fall Klauwaffe. Der ist mir eigentlich gefährlicher, ehrlich gesagt. Di-di-di-di. Fernfaust, die trifft mehrere, ne? Hm. Na, wir nehmen lieber mal den Luftreißer auf den Kollegen dort, den wir wahrscheinlich nicht mal treffen. Oh Gott, oh Gott. Ja, so viel zum Thema, der Kampf wird schnell vorbei sein. Da habe ich mich vielleicht etwas übernommen. Aber naja, schauen wir erstmal. Stufe hoch. Wir warten einfach, damit wir schneller wieder dran sind. Oh, ich bin so gewieft. So. Von hier oben auch nochmal einen Schuss. Könnten wir das so Thema... Ah, nee, ja, Ziel auf alle dürfen wir ja nicht. Dürfen wir leider nicht. Dann machen wir den Betörschuss auf den hier zur Not. Falls wir ihn nicht gekillt kriegen jetzt, dann ist er eh betört, dann ist alles egal. Bam. Und? Hat es geklappt? Man sagt irgendwie, ja, es hat funktioniert. Bei keine Animation vorher, dann hat es funktioniert. Das hat es gerade offensichtlich getan. Schön. So, dann müssen wir uns um den erstmal nicht kümmern. Dann können wir... Wow, ey. Der macht so viel Schaden, dieser Paladin. Es ist Wahnsinn, was der für ein Damage raushaut. Und da wir an niemand anderen rankommen, haben wir wohl keine andere Wahl, als den hier einfach mal ins, ja, Jenseits zu befördern. Tschüss. 14 Erfahrungspunkte gewonnen. Einen bitte. Richterpunkt für mich. Ich danke, ich danke. Dabi, dibi. Ach, den gibt's ja auch noch. Den Neville. Ich glaub's ja kaum. Du bist ein Banger geworden, meine Güte. Hat sich aber ganz schön verändert. Ach so, ich dachte schon, der will seinen eigenen, will den Typen jetzt heilen. Das fände ich aber nicht sonderlich gut. Das hätte ich nicht gut geheißen. Nein, 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 aber er macht es nicht. Jo, blam. Schaden auf unseren Dieb, das macht ihm relativ wenig. Oh mein Gott, Leute, wir können Waffen klauen. Das ist die geilste Fähigkeit, eine der geilsten Fähigkeiten überhaupt. Und meiner Meinung nach auch die beste Dieb-Fähigkeit auf jeden Fall. Kein Wunder, man braucht ja auch 300 Punkte, um die zu meistern. Hör doch bitte auf, warum machen die mal so viel Schaden? Sanctus, ach du Scheiße, was ist denn das? What is this? Wow. Stattliche Animation. Uncool. Wir sollten schnellstmöglich dafür sorgen, dass die den Löffel abgeben hier alle. Eieiei. Way too strong. So, hier, klau mal irgendwem deiner Kumpels da was. Was machst du? Okay, ich wollte schon sagen. Okay, ich würde sagen, dass wir erstmal eine von denen da mit unserer wunderbaren alles oder nichts, beziehungsweise, nee, eben nicht mit unserem wunderbaren letzten Atem. 70%. Das reicht mir. 70% ist gut. Einmal bitte ein Instant KO. Bam. Haben wir damit eigentlich schon mal noch, schon jemals noch nicht getroffen? Wahnsinn. Wir können, haben mittlerweile auch genug MP, dass wir diese Attacke quasi direkt zweimal in Folge benutzen können. Was noch das Ganze viel besser macht. So, ich glaube, ich bleibe wieder hier stehen. Ja, da kommen wir auf jeden Fall mit dran und alle kriegen Schaden. Bam. Ich glaube, unser wunderbarer Dieb kann jetzt gar nicht mehr so viele Sachen lernen, bis er ausgeleert ist quasi mit seinen Dieb-Fertigkeiten. Oh, Dylan, what are you doing? Wahrscheinlich, ja, ich wollte gerade sagen, sie angreifen. Bitte triff mal nicht.
Natürlich, ey. Die Gegner haben jetzt schon in diesem Kampf so viele Attacken eingesetzt, die eine geringe Trefferquote haben und haben immer getroffen. Und ich komme an sie jetzt nicht mal dran, falls sie sich heilen will. Richter, jetzt mach mal was Nützliches und beweg den Leichnam des anderen Typens da irgendwie an eine andere Stelle. Wäre ich dir sehr dankbar für. Ich habe nur noch 3 Einheiten übrigens. Das macht mich ein bisschen Nervosität. Gefällt mir nicht, aber der da oben kriegt jetzt auf jeden Fall erstmal ordentlich Schaden, wie es aussieht. Oh ja. Bam. Yes. So ein Verräter. Gehen wir direkt mal nach hier oben. Und ich würde sagen, bevor der Typ jetzt hier irgendwie böse Zauber macht, machen wir einen Stillschuss auf ihn. Zack, wir könnten zwar auch den da unten dran kommen, aber wenn wir schon mal hier oben stehen, können wir gleich auch den machen. So, ach, das war wahrscheinlich die kleine Animation dafür, dass es getroffen hat. Yep, definitiv. Okay, jetzt bist du an der Reihe, Typ. Oh, verdammt. Können wir nicht unsere wunderbare Sanctus-Klinge einsetzen? Oh ja. Er ist so unglaublich mächtig. Er ist zwar lahmarschig, weil er einfach tausende von Zügen braucht, bis er mal am Ziel ankommt. Aber wenn er dann da ist, dann haut er richtig rein, wie man gerade gesehen hat. Meine Phrasen, einen Richterpunkt. Die Folge ist zwar schon zu Ende, aber ich würde gerne diesen Kampf hier noch beenden. Dadlidam. Ja, genau. Jetzt ertränkt er wieder alle Einheiten, indem er sie einfach ohnmächtig ins Wasser legt. Ey, Richterchen, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist verboten irgendwie. Neville, du kannst nichts mehr tun, außer meinen kleinen Muggel angreifen. Ja, super. Bäm. 28. Eigentlich haben wir jetzt nur noch einen, der wirklich da gefährlich ist. Das ist der da. Der Devoe. Didadi. Was hast du vor? Ugh. Lass es doch bleiben. Jetzt macht er schon wieder seinen Sanctus-Scheiß. Also ich muss mal sagen, die Attacke sieht sehr eindrucksvoll aus. Sehr eindrucksvoll. Also, wow. Und natürlich hat er schon wieder getroffen. Hallo, das ist übrigens eine Attacke. Wisst ihr, so mal hier an das System des Spiels. Geringe Trefferquote heißt, dass Attacken nicht oft treffen. Nur mal so. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwie mitbekommen habt. Ob euch das irgendwie weiterhilft. Aber ja, das ist eigentlich so der Sinn von Attacken wie diesen. Didam, bam, bam, bam. So, den Luftreißer, der sollte doch vielleicht schon... Ah ja, guck mal, der reicht auf jeden Fall aus. Und kabam! So, das war's mit deinem Sanctus-Scheiß. Dididam, balididam, ein Richterpunkt für Matsch. Schön, als er nochmal dran, er ist wieder Bewusstsein, das ist nicht so cool. Das heißt nämlich, ich wollte gerade sagen, dass jetzt unser Wagner draufgehen wird. Das zieht sich mir jetzt doch ein bisschen zu lange. Ich glaube, dann mache ich das lieber doch beim nächsten Mal erst zu Ende. Jap, jap, jap. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis wir da oben angekommen sind, ist Ewigkeiten was vergangen. Das war Final Fantasy Tactics für heute. Im nächsten Part, Final Fantasy Tactics Advanced, Entschuldigung, machen wir weiter und, ja, kümmern uns um die restlichen 2. Wir haben klaue Waffen gemeistert. Leute, bis dann. Ciao.